Ja, moin moin, mein Name ist Joschka Buda vom 7-Tage-Wochenende und ich habe hier heute, hat mich einen Gast besucht hier in Hamburg, und zwar der Sama Mohammed, auch bekannt als Mr. Promotion. Grüß euch, ja, hi. Genau, er hat heute eine Veranstaltung hier, auch wieder Social Media Beratungsgeschichte, ne? Genau. Das ist ja sein Steckenpferd im Endeffekt. Und wir saßen gestern Abend noch in der Shisha-Bar zusammen und haben ein paar coole Strategien ausgetauscht und habe ich gesagt, ey, jetzt musst du nochmal ins Büro kommen und das packen wir auf jeden Fall aus. Weil das war mir selber noch gar nicht so bewusst. Also viele Leute haben ja einen Expertenstatus sich aufgebaut und benutzt aber Social Media noch nicht so krass. Also die wissen gar nicht, was sie mit dieser, das ist eigentlich was für eine Social Media, für eine Reichweite und was für eine Macht das auch ist. Vielleicht kannst du einmal diesen Insider-Tipp auspacken, okay. Wo ich mich heute auch direkt angemeldet habe. Ich habe auch gleich einen Score bekommen, glaube ich, von jetzt bei 49 oder so. Schon mal nicht schlecht, ne? Ja, erstmal, Joschka, danke erstmal für deine Einladung. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger jetzt mittlerweile über die sozialen Medien. Und auch gemeinsame Freunde und genau, so. Genau, ne, wir haben ja einige gemeinsame Kontakte darüber und wurde jetzt mal Zeit, ich sage immer, aus Online wird mal Offline-Kontakt. Richtig. Danke auf jeden Fall für deine Einladung, war auch echt ein cooler Abend gestern. Ja, zum Thema Social Media, viele, viele Leute da draußen unterschätzen halt wirklich diese Waffe, Facebook. Und ich habe dem Joschka gestern einen kleinen Tipp gegeben, wo ich, sage ich mal, wo sehr wichtig ist, dass man diesen Status mal beobachtet, was für einen Stand hat man draußen überhaupt in den sozialen Medien. Ja, Joschka, du hast es selber direkt heruntergeladen. Und zwar, das ist eine internationale Ranking-Plattform, eine Art Scoring, das bedeutet, dort werden deine Social-Media-Aktivitäten, ich habe ja gestern darüber ausgiebig geredet, da werden deine Social-Media-Aktivitäten, sei es auf Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, etc., werden halt dort gemessen und dementsprechend ist auch dein Standing draußen bei vielen, vielen Unternehmen. Beispielsweise, du kommst gerade frisch aus der Uni, ja, und bewirbst dich beim Arbeitgeber, dass dort mittlerweile auch viele Arbeitgeber dort halt auf dieses Scoring Zugriff haben, ja. Ich gebe mal ein Beispiel, dass solche Hotels, große renommierte Hotels, ohne jetzt Namen zu nennen, also wirklich hochexklusive Hotels oder viele Fluggesellschaften mittlerweile auf Gäste, die sich dort einchecken, ja, dass sie dort auf dieses Scoring zurückgreifen, um zu schauen, was für eine Meinung hast du draußen, ja, wie kannst du mit deiner Persönlichkeit und deinem Standing die Meinung der Gesellschaft beeinflussen in deiner Nische, wo du bist. Und dementsprechend betüteln dich natürlich ein bisschen anders, ja. Ja, das ist... Beste Beispiel, habe ich dir erzählt, ich habe eine Karte bekommen von einer großen Fluggesellschaft, eine Business-Karte, wo ich in der Business-Lounge, falls mal Verspätung vom Flug ist oder so, einfach mal chillen kann. Ja, und genau an dem Punkt habe ich gesagt, komm, ich lade mir die App auch runter, weil ich muss mal so 2000 Euro für so ein Ticket bezahlen, aber wieso nicht die Fluggesellschaft bezahlt? Ich weiß das nämlich zum Beispiel von einem Amerikaner, der hat mir das auch mal erzählt, dass ihn eine Fluggesellschaft ein Business-Ticket einfach gesponsert hat, weil er in Facebook so aktiv war. Aber ich dachte, das wäre einfach irgendwas Zufall-Exklusives, aber es scheint wirklich auch ein System dahinter zu sein. Die Hotels etc. wollen das natürlich nicht zugeben, weil sie eigentlich jeden Gast gleich behandeln wollen. Und früher war das halt immer so, zum Beispiel, ich kenne mich ein bisschen im Hotelgewerbe auch aus, weil ich da jemanden kenne, da war es ja immer so, okay, wenn da jemand eincheckt, der ist ein Promi, so wirklich in der Öffentlichkeit bekannt, dann wurde der natürlich auch besonders gut behandelt, einfach so, weil die einen guten Ruf haben wollen. Ja, ja. Aber heutzutage ist das so, da kann jemand mit einer Jogginghose einchecken und hat aber einen YouTube-Kanal mit 10 Millionen Abonnenten in Amerika und der Typ an der Rezeption weiß das überhaupt nicht. Genau, genau. Und deswegen sind solche Scoring-Portale immer mehr... Das ist auch der ausschlaggebende Punkt, Joschka, weil vorher wurden das nur, sage ich mal, bestimmten Prominenten vorenthalten. Die man aus dem TV kennt. Genau, ne, weil die wissen genau, okay, die kommen in so ein Hotel oder die sind in irgendeiner Location und die haben halt eine Meinung draußen. Die haben eine Anhängerschaft da draußen und wenn die halt irgendwas Schlechtes über dieses Hotel sagen würden, wird das halt negativ auf die abzugrenzen sein. Aber heute ist es wirklich so und da gebe ich auch den Rat, es spielt heute keine Rolle mehr, beziehungsweise es ist egal, ob eine Information über das Fernsehen, über das Radio, über die Zeitung oder über das Internet beziehungsweise über Social Media verbreitet wird. Also ihr habt hier die Möglichkeit, ne, das haben wir gestern ja auch mit dem anderen Kollegen drüber gesprochen, ihr habt hier die Möglichkeit, diese Waffe Social Media für euer Business, ja, und für eure Reputation, für eure Bekanntheit so einzusetzen, die vorher nur großen Unternehmen, ja, mit einem großen Marketingbudget vorenthalten war. Und ich selber habe es ja innerhalb von 18 Monaten ja mittlerweile geschafft, zu den 10 einflussreichsten Facebookern Deutschlands zu gehören mit 0 Euro Investment, was Marketing betrifft.
Und daher würde ich euch gerne den, darf ich den Dienst verraten? Ja, wie hast du gesagt, okay. Cloud, ne? Kann man ganz offen eigentlich so sagen. Genau, das ist Cloud, das ist www.cloud.com. Ja, das ist der Dienst, wo ihr euch kostenlos anmelden könnt. Und das ist auch eine App. Man startet in der Regel so bei 35, 40 Ranking. Und nach oben wird es immer schwieriger. Und ja, umso weiter du hochkommst im Ranking, der misst also deine Social Media Aktivitäten. Was hast du gepostet? Wie hoch war die Interaktion dort? Wie hoch ist die Reichweite gewesen auf allen Plattformen? Ja, wie haben die Leute darauf reagiert? Und ja, das ist ein richtig cooles Tool, um zu gucken, wirklich, stimmen die Aktivitäten, die ich vorher halt gemacht habe, darüber, ja? Egal, ob du jetzt dich als Fußballer branden möchtest, genau, ob du dein Business nach vorne bringen willst, ob du dann Kontakte mehr aufbauen möchtest, das spielt überhaupt keine Rolle, das ist dafür halt... Ja, weil, also ich sag mal so, ich komme natürlich eher aus dem PPC-Bereich, Social Media mache ich natürlich eher auch so nebenbei, und weil Social Media war nie für mich messbar. Und jetzt habe ich mal so ein Tool in der Hand, wo ich sagen kann, okay, ich kann jetzt auch in einem Bereich, wo ich bin, zum Beispiel Lifestyle mache ich auch viel, ich kann jetzt auch auf ein Hotel zugehen und sagen, pass auf, ich will mein nächstes Verkaufsvideo in Singapur zum Beispiel drehen, als Beispiel, wo da habe ich das jetzt verpasst, sowas mal zu machen, okay. Und zu sagen, pass auf, ich habe den und den Score. Also es ist natürlich auch eine Reputation, die quasi geprüft ist. Also man kann natürlich zu jedem hingehen und sagen, ich bin der Geilste, aber wenn der dann sehen und prüfen kann. Also je nachdem, ob diese Hotels jetzt natürlich mit diesem Scoring halt da arbeiten, die Meinung ist halt zwiegespalten. Es gibt einige da draußen, die sagen, ja, diesen Scoring kann man halt manipulieren, beziehungsweise der ist leicht zu manipulieren. Ob er jetzt leicht zu manipulieren ist, erstmal letztendlich oder nicht, für dich selber, wenn du ihn nicht manipulierst, ja, dann ist das erstmal schon ein Anhaltspunkt für dich. Und Online-Marketing, beziehungsweise speziell Social-Media-Marketing, kannst du sehr, sehr gut, kannst du sehr gut steuern. Also die Aktivitäten, die du dort dann startest, weißt du dann dementsprechend, ob das dann was bringt oder nicht. Und das ist natürlich klassisches, traditionelles Marketing. Ja. Spielt ja heute, hat ja gar keine Chance dadurch. Daher nutzt zum Beispiel diesen Dienst, nutzt diese Social-Media-Aktivitäten. Einfach einmal anmelden. Einmal anmelden, draufgehen, euch einloggen, vernetzen ist kostenlos. Und spielt ein bisschen auch rum und guckt, was die Amerikaner so ein bisschen in dem Bereich machen. Ja. So habe ich damals angefangen. Ja, das ist das, was ich heute so... euch auf den Weg mitgeben wollte. Ja, super, das war auf jeden Fall ein echt geiler Tipp. Ich kann das auch, wie gesagt, nur vom Hören, dass es sowas intern manchmal gibt. Aber das ist wirklich die Zukunft. Man merkt das ja auch bei diesen ganzen YouTubern. Die haben eine extrem große Reichweite. Die Firmen wissen das und die kriegen alles in den Arsch geschoben, sag ich jetzt mal, an Produkten. Beep. Plus. Ja, also ich kann das hier sagen. Ja, das ist mein Channel. Ich habe ja niemanden, der das kontrolliert, was ich sage, zum Glück. Und, aber die kriegen wirklich von Klamotten bis Autos, kriegen die inzwischen alles. Weil die ein Branding haben, ne? Also Branding. Genau, also wenn der dann seine Videoblogs, was weiß ich, in einem Fiat macht, dann bezahlt die Fiat natürlich extrem gut, weil das kostet extrem, weil das für diese ganzen großen Unternehmen, diese Reichweiten extrem wichtig geworden sind, weil Fernsehwerbung ist einfach nur noch Streu und da verbrennen die ihr Geld. Deswegen müssen die sowas auch in Zukunft benutzen. Sag mal, erzähl doch mal kurz, wo findet man dich, wie können dich meine Leute irgendwie kontaktieren und dir folgen? Ja, mich findet man bei Facebook, ne? Also, mich findet man bei Facebook auf meiner Fanpage, Samer Mohammed oder Mr. Promotion. Ja, ansonsten habe ich natürlich auch... packen wir mal ein paar Links einfach. Packen wir ein paar Links rein, ansonsten auf YouTube-Kanal natürlich, würde ich mich freuen, wenn ihr mich dort auch abonnieren würdet. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, ich habe echt Bock gemacht. Das wird nicht das letzte Video sein, was wir hier zusammen drehen. Auf gar keinen Fall. Und guten Tipp nochmal als letztes. Jeder von euch, egal ob jung oder alt, kann eine Bekanntheit in den Medien bzw. in sozialen Medien und bei YouTube erlangen. Es ist einfacher, als viele, viele Menschen denken. Ja? Nur man muss halt wissen, wie es funktioniert. Ja, super. Joshua. Das waren sehr gute Schlussworte. Super. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, danke, ciao. Dass ihr eingeschaltet habt. Ciao, ciao. Ciao. Hey, life's a race.